Herzlich willkommen zum virtuellen Coaching in der 3D-Welt von OpenSim. Das folgende Video soll veranschaulichen, wie Coaching auch in einer grafischen Online-Umgebung realisiert werden könnte. Dafür liefert das vorliegende Lernszenario einen beispielhaften Aufbau, um besonders Stimmungen und Gefühlslagen in der Gesprächssituation auszudrücken, kombiniert mit einer Web-Anwendung für den eher deskriptiven Anteil eines Coachings. Könnte so ein komplett eigenständiges Internetangebot zusammengestellt werden. Damit eignet sich virtuelles Coaching also vor allem für solche Settings, bei denen ein Höchstmaß an Flexibilität und räumlicher Unabhängigkeit gefordert ist. Für die realisierbaren Themen eines virtuellen Coachings gibt es praktisch keine Grenzen. Denkbar sind Hilfestellungen bei der Erreichung persönlicher wie auch beruflicher Ziele für Privatpersonen, Mitarbeiter, aber auch für Führungskräfte. Anhand von Ausschnitten aus einer fiktiven Coaching-Situation zwischen einem Klient und seinem Coach soll der Live-Betrieb der Simulation nun dargestellt werden. In unserem Beispiel geht es um Julia, die sich das Ziel gesetzt hat, in ihrer Firma innerhalb eines Jahres zur Teamleiterin befördert zu werden. Christopher ist ihr Coach und versucht sie dabei zu unterstützen. Heute ist ihre dritte Sitzung in der virtuellen Welt und Julia möchte über den Projektabschluss von letzter Woche sprechen. Dafür gehen Sie zuerst in die Eingangshalle. Dort geht es darum, dass die Klienten für ihren Avatar den Gesichtsausdruck auswählen, der ihre allgemeine Stimmung zum Gesprächsthema am besten widerspiegelt. Danach entscheiden Sie sich noch für eine passende Außenhülle ihres Charakters. Die Beispielauswahl beinhaltet auch Fantasiewesen und Figuren und erlaubt ebenso das Wechseln des Geschlechts. Das ermöglicht innere Wünsche und Emotionen, nach außen zu tragen, die dann thematisiert werden können. Um auch während der Sitzung spontane Gefühle ausdrücken zu können, kommen außerdem Gesten zum Einsatz. Diese Animationen werden per Tastenkürzel oder durch ein Codewort im Textchat ausgelöst. Das Paket hier umfasst 22 Gesten, von Luftsprung über Schulterzucken bis hin zum Weinen. Da Julia über den Projektabschluss sehr enttäuscht war, wählt sie einen eher frustrierten Gesichtsausdruck und ein normales Outfit. Nach der Auswahl des Avatar-Aussehens wird nun ein passendes Gesprächszimmer ausgewählt. Verschiedene Designs sorgen dabei für eine sehr unterschiedliche Grundatmosphäre, die sich wiederum auf die emotionale Situation auswirkt. Julia bevorzugt als Hintergrund für ihr vertrauliches Gespräch den eher gemütlichen Lesesaal. Im Zimmer angekommen, kann nun das eigentliche Coaching beginnen. Julia erzählt von ihren Erlebnissen und Christopher leistet als Coach Unterstützung. Die Gesten untermalen dabei die Emotionen auf beiden Seiten. Zusätzlich zum Beratungsgespräch kann die Umwelt von OpenSim auch als Mittel zur Visualisierung benutzt werden. Zusammen mit dem Klienten kann der Coach zum Beispiel eine Berglandschaft gestalten, die den Weg hin zur Zielerreichung beschreiben soll. Dabei stellt der Boden den Anfangspunkt dar und der Gipfel das jeweilige Ziel. Auf dem Weg dorthin kann es mehrere Verzweigungen geben, die alternative Handlungsoptionen bedeuten. Julia steht beispielsweise vor der Entscheidung, zwischen Weg A und B. Weg A wäre dabei der deutlich kürzere Weg, das heißt, sie würde ihr Ziel auch viel schneller erreichen. Dafür ist er aber steiler und somit schwieriger zu besteigen. Bevor sie ihn erklimmen kann, stellen sich hier auch noch einige Hindernisse in den Weg. Persönliche Herausforderungen wie Selbstzweifel oder Versagensängste in Gestalt von Felsbrocken müssten zuerst aus dem Weg geräumt werden. Weg B hingegen ist der längere Weg zum Ziel. Dafür ist er flacher, also nicht so anstrengend für Julia. Sie müsste sich beruflich sehr stark engagieren, was mit Stress und Überstunden verbunden wäre. Weniger Zeit für die Familie und mögliche Beziehungsprobleme könnten die Folge sein. Trotzdem entscheidet sie sich für diesen Weg. Nach und nach beseitigt sie jedoch ein Hindernis nach dem anderen und macht damit den Weg zum Gipfel frei. Als sie oben ankommt, hat sie ihr Ziel, der neue Teamleiter zu werden, endlich erreicht. Das kann sie gleich mit einem Luftsprung auch emotional sehr gut ausdrücken.
Dieses und alle anderen Ergebnisse des Coachings können in Form eines Notizzettels schriftlich festgehalten werden. Die Erkenntnisse aus den virtuellen Sitzungen können dann für spätere Termine nachbereitet werden.